Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in dem neuen Gebiet aus Patch 10.1 und zwar bin ich einmal hier in der Taralek-Höhle. Und hier wollen wir uns bei dem Schneckenrennen ein Achievement angucken und das schimpft sich mal hier: langsam aber sicher gewinnt man Rennen. Und dafür müssen wir Folgendes machen: werft einen Rennschnecke im Gimmerock Leckerlis zu und schaut zu, wie die Schnecke das Rennen gewinnt. Und bei mir ist es gerade der Fall, dass meine letzte Schnecke hier am Gewinnen ist, und zwar Roggi heißt die. Und wenn wir insgesamt ja dafür gesorgt haben, dass alle vier Schnecken einmal gewinnen, gibt es dementsprechend das Achievement. Und ja, bei mir ist es gerade aufgeploppt und ich habe dementsprechend auch hier die extra Schnecke bekommen, die Roggi. So, wie funktioniert das Ganze? Und zwar müsst ihr erst einmal hier dieses Schneckenrennen freischalten. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 44, 79 und dort haben wir einen Schneckenrennplatz. Hier ist es so, dass wir dieses Schneckenrennen freischalten, wenn wir insgesamt auf Ruhm 7 sind. Komischerweise konnte ich die Quest schon vorher machen. Ist wahrscheinlich ein Bug gewesen am ersten Tag, aber im Normalfall müsst ihr erstmal das freischalten. Sobald ihr das freigeschalten habt oder eventuell habt ihr den Bug auch und ihr konntet die Quest auch schon annehmen, dann gibt es hier bei den Kollegen eine Quest, wo wir dementsprechend erstmal hier schauen müssen, dass wir dementsprechend ein Leckerli nehmen. Es wird auch vorgegeben, welches Leckerli wir hier nehmen müssen für die Schnecke, die für uns bestimmt ist. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich brauche jetzt für Brûlée zum Beispiel das Leckerli für die Quest. Und dann macht ihr erst einmal die Quest und schaut halt, dass ihr mit diesem Extra-Button dann so Flächen hinlegt. Das ist übrigens auch so, dass diese Flächen quasi nur die eine Schnecke beschleunigen, ne? Und dass hier auch andere Spieler dementsprechend Flächen hinlegen können. Es hat eine gewisse Abklingzeit und dementsprechend müsst ihr halt schauen, je nachdem welche Schnecke ihr gewinnen lassen wollt, müsst ihr halt das richtige Futter nehmen, dass das schneller wird oder die richtige Pfütze hier quasi hinlegen, ne? Für die Quest macht ihr halt erstmal die Schnecke, die euch vorgegeben wird. Die kriegt ihr übrigens auch als Pet. Ich habe noch nicht so hundertprozentig rausgefunden, woran es liegt, welche Schnecke man am Anfang kriegt. Das scheint einfach random zu sein. Ich habe mit meinem Main eine andere Schnecke bekommen als mit meinem Twink, die ich bei der Startquest gekriegt habe. Wahrscheinlich, um alle drei Schnecken als Pet zu kriegen, muss man es wahrscheinlich mit mehreren Chars einfach hier probieren. Ist fürs Achievement aber relativ unerheblich. Heißt, ihr könnt dann einfach hergehen und dementsprechend erstmal für eure Quest die Schnecke dann hier hochspeeden. Und dementsprechend, sobald ihr die Quest erledigt habt, könnt ihr dann auch bei dem Kollegen, wie ihr gesehen habt, einfach auch für alle möglichen Schnecken dementsprechend dieses Futter hier kaufen. Und, warte mal, das müssen wir wegklicken, dann können wir, glaube ich, erst ein neues holen, oder? Wie läuft das? Moment, das war, glaube ich, der andere Typ. Ah, ne, der hier war's. Einer von denen konnte man es kaufen, jetzt sehe ich es wieder nicht mehr. Seid gegrüßt. Man riecht sich. Ah, ich glaube, das muss ich immer vorm Rennen kaufen. Okay, anscheinend habe ich es jetzt verkackt, ne? Während das Rennen läuft, kann man anscheinend kein neues kaufen. Dementsprechend müsst ihr es halt anscheinend vorher holen und dann könnt ihr euch halt auswählen, welchen ihr fürs Schiefen noch braucht. Schmeißt halt die Suppe immer hin, speedet die ab. Ihr habt gerade gesehen, vorher kommen da auch so ein paar Ads teilweise noch mit ran. Die müsst ihr halt weghauen, wenn die eure Schnecke behaken. Wenn die natürlich die anderen Schnecken behaken, dann lasst ihr die einfach laufen. Andere Spieler versuchen euch hier auch mal die Suppe zu versalzen, dementsprechend da auch ein bisschen gucken. Teilweise schmeißen aber auch diese NPCs die Sachen rein. Also die tun hier den auch noch einen gewissen Einfluss nehmen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr könnt ja gucken, ob ihr eventuell gar nicht auf 7 kommen müsst, ne? Vielleicht ist es bei euch genauso, dass ihr hier die Quests annehmen könnt, ohne dass ihr dementsprechend den Ruhm schon hochgespielt habt. Und ja, ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Wenn ihr hier nichts machen wollt, könnt ihr alternativ auch eher einfach AFK daneben stehen. Andere Spieler beeinflussen das Rennen ja und dementsprechend gewinnt dann auch jede Schnecke irgendwann mal und ihr kriegt das Achievement halbwegs AFK. Jetzt schauen wir uns noch das Pet an. Und zwar haben wir das direkt gelernt, oder? Hier Roggi. Gucken wir mal, wo das ist. Das ist nämlich dann noch die Belohnung. Die haben wir gleich gelernt. Das ist halt eine von diesen Schnecken, die hier quasi rumtümpelt. Das ist hier die da hinten. Und ja, die gibt es dann halt als Pet. Wie gesagt, die anderen drei kann man dann über die Startquest kriegen. Muss man wahrscheinlich mit ein paar mehr Chars machen. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.